Schleife über viele Jahre und Jahrzehnte geprägt haben, entwickelt haben, die Politik zu dem entwickelt haben, was wir heute modern und der Unterschied, den erkennen wir hier oben auch an den Startnummern, denn die Fahrzeuge mit den 6 Futtern dann, die unter der Startnummer, dann sind die Fahrzeuge aus dem FAR langstrecken kann. Im Übrigen die meisten Rennwochenende gemeinsam mit den Youngtimer verbringen. Und die Youngtimer, das sind dann die Startnummern von, ich sag's mal so ganz darauf, ab der Startnummer 1 bis hoch zur Startnummer 599 bis betrachtet die letzte Startnummer. Also daran können wir das Ganze hier mal so unterscheiden. Die Youngtimer Gruppe, der nun auf FAR langstrecken kann, geht hier bei dieser Veranstaltung in ihre zweite Wertungslauf in dieser Saison hinein. Es folgt dann die Veranstaltung in einigen Wochen, die Historik-Profi Nürburgring. Wir wechseln dann die zwei Veranstaltungen nach Belgien. Einmal nach Spa-Francorchamps im Juli, einmal in August nach Solda. Dann geht es wieder zurück in die Eifel zum RGB-Saisonfinale und zur ADAC Westfalen-Trophy im Oktober. Und lieber Michael, wir haben bei der Youngtimer-Trophy dann auch noch eine Rallye auf dem Programm stehen, nämlich die Rallye Köln-Arweiler. Und die zählt mit zu dieser Wertung der Rundstreckenmeisterschaft. Es gibt parallel zu dieser Youngtimer-Trophy ja auch noch die Youngtimer-Rallye-Trophy. 3 Startgruppen, und das ist definitiv das größte Teilnehmerfeld, was an diesem Wochenende ein Rennen bestreitet. Die RCL war auch stark aufgestellt, aber die haben eine GLP, eine sogenannte Gleichmäßigkeitsprüfung, gestartet. Ja, 3 Startgruppen spricht natürlich dafür, dass wir auch hier wieder exakt diese 20 Minuten der Einführungsrunde einzuhalten haben. Ja, für die Rennleitung die gleiche Aufgabenstellung im Grunde genommen wie beim 24-Stunden-Rennen. Wir starten in 3 Startgruppen, da versucht man ein recht fixes Zeitfenster einzuhalten, um einen Startabstand der 3 Gruppen zueinander von 2 bis 3 Minuten zu erreichen. So, erstmal verteidigen konnte. Michael Schweig, so scheint es, hat seine Position zunächst mal verloren, ist zurückgefallen, nachdem er sich sehen konnte, hat der BMW einen aus dem Bereich. Das ist auch interessant, was passiert mit dem Mercedes 190 von Andrea Stahl, erfahren ist hier auf der Nordseite des Autos. Einfach auch in der Landstreckenmeisterschaft am Start war, während wir sehen können, dass Michael Schweig mit seinem Porsche 911, der mit der weißen Lackierung auf der 5. Position fährt, das Auto von den beiden Schalls auf der 7. Position. Da können wir jetzt unten in der Dunlop-Kehre die Durchfahrt sehen. Scheint alles gut gegangen zu sein. Hier beim Start ganz saubere Manöver. Da haben wir nicht sehen können, dass es irgendwo gestaubt hat. Kein Fehler gegeben hat oder dergleichen. Also das sieht alles sehr gut aus. Hat sich auch schon wunderbar jetzt hintereinander gereiht. Wir bekommen ein Handbild hier zunächst mal eingeblendet auf dem Grand Prix-Kurs. Können da ein wenig... Was der gemeinsam mit Sebastian Schemann und Kevin Bodamor schön in der Messe nachstellt, die Wir haben den Jodexnix Porsche nicht mehr auf 1. Wir haben Bolte auf der ersten Position, Frühlingsdorf Leindecker, der Podeskott auf 2 und dann erst der Neufelder SR Porsche auf der 3. Position. Jetzt geht es zur nächsten Linkskehre. Auf die Spitze, aber die Corvette dahinter drückt doch mächtig, wird jetzt bestimmt beim Beschleunigen auf der kurzen geraden Richtung Vorkurve ihre Leistung ausspielen und zumindest den Überholversuch starten, während jetzt der Ford Capri am Endstock vorbeigezogen ist und der Capri von Olaf Pirk jetzt in die Position hat und da auch nochmal die Corvette angestellt musste, auch hier zu Hause das Startfahrzeug verlaufen ist und wir haben einen Einschlag unten im Hansenbach. Ein erster Bogen Hansenbach ist das die 159, das ist das BMW 3.5 BMW von dort stört sich und abgestürzt sich die beiden Stemmholder, die sind jetzt vorher ja ausgeklappt, die sind ja eingesetzt, aber da gab es die Hansenbach heftiges Einsatz. Wir wollen
den, sagen wir so locker, Interventionkasten ein klein wenig abgesichert, denn es nähert sich ja in Kürze die dritte Standgruppe. Die Bilder der dritten Standgruppe haben wir momentan nicht hier live auf unseren Monitoren zu erkennen, konnten aber nach vorne stürmen, konnten und eine fünfte Position einnehmen, haben aber schon etwas Respekt verstanden, wollen keine Kürze. Ebenfalls auch schon mal der mit 9,58. Dann Bonnier Kaufmann, das ist ein weiterer Porsche 911. Teichert Team auf der 8. Position. Dann Bratke im Porsche 928 dürfte das sein, auf der 9. Position jetzt unterwegs. Und 450 für Joachim Dietsch, der 10. der ersten Durchfahrt hier. Aber BMW M3 und 325 kommen ja auch durch. Aber vorne das Duell der Porsche 935, Porsche 911 RSR gegen den BMW M1 an der Spitze. Aber es ging etwas schief in dieser ersten Runde. Just Pop weiter kommt hier anstatt Moment überhaupt nicht vorbei. Ja. Wenn die Hürde, die auch nicht durch. Also hier haben wir aus der Top 10 zwei Minuten auf jeden Fall, kann man ganz locker sagen, verloren die Fähigkeit hier. Ich denke, an der Spitze gibt es eine Zerwirkungstaktik, die man fährt bei Daniel. Und ich entscheide, werde ich diese ganz, ganz schnelle Runde in der Anfangsphase fahren. Die beiden haben ja schon die Siege hier auf dem Nordschleife gewinnen. BMW M1 vorne an der Spitze ein Anfangsfeuerwerk am Rennen. Michael Joos wird schon unterwegs sein. Die Tipi RSR, so haben wir den ja in den letzten Jahren immer bezeichnet. Das Fahrzeug von Dr. Edgar Altorf, dieser lilafarben lackierte Porsche. Ist aber eine klassische Porsche-Lackierung, allerdings von Porsche 917 übernommen. Aber sehr schönes Auto mit dieser, wie gesagt, historisch korrekten oder historisch übernommenen Lackierung. Eingeblendet. Ich bin gespannt, wie das wird aussehen wird nach der Lösung, die auch gerade gesagt hat, dass der Box gesehen haben, genau wie die Verfolger eben schon wiederholt haben. Spannendes Klarduell da. Und sein Selbstgefühl frei eingeblendet bekommen. Auf der letzten Höhe fahren. Und vielleicht der Daniel frei nach wie vor am ganzen Stück weg. Und könnte ja so sein, die Daniel frei kommt jetzt hier über Stadt und Stück. Insofern jetzt auf die Aufsitze und Entschuldigung, wir haben Daten von hier auf das Ende natürlich. Deutlich an Boden.
in der Box. Da steht das Auto auch da wohl still, denn die Zeit kommt noch neu noch. Ja, hat gleich noch doch bereits abkontiert. Da steht das in der Nachbereitung. Dann auch der Situation hier oben. Genauso wie an der Spitze jetzt nach dem Zwischenfrühstück, in der abgelaufenen Runde. Und ja, das ist eine Hausnummer. Damit kann man ganz gut sehen, das Auto ja eigentlich konstant hier um 39, knapp unter 39. Ich glaube, es hat nur zwei Runden gegeben, gelungen in der Zeit um 39 fahren für das führende Auto. Und das muss man einfach auch mal im Kopf behalten und insofern ganz einfach auch sagen, da führt man ganz zu Recht. Ich muss sagen, da bin ich also jetzt etwas platt. Ich habe fast das Gefühl, da hat einer gepennt, weil dass er jetzt diesen Abstand auf den letzten paar hundert Metern hier noch aufgeholt hat und den Porsche noch überholt hat, damit habe ich jetzt absolut nicht mehr gerechnet. Also entweder gab es da ein Problem bei der Beschleunigung im Porsche oder der war sich gar nicht bewusst darüber, dass der BMW M1 da hinten auf einmal hat. In der Rundmann-Schikane hat man es gesehen, der Porsche ganz behäbig rausbeschleunigt, hat dort viel, viel Boden verloren, ging auch ganz vorsichtig durch die Rundmann-Schikane. Ich glaube, der wurde im wahrsten Sinne des Wortes hier schlicht und ergreifend überrascht. Und wir sehen Norbert Peters unten an der Leitplanke angelegt stehen. In der letzten Runde, leider für ihn eingangs der letzten Runde, der Ausfall für den VW Scirocco. Ja, auf der vierten Position Heinrich und Heinrich im BMW M1. Und das Ding hat gehalten. Schadlos funktioniert. Nach einer tollen Anfangsphase, wo man ja zunächst einmal die Spitze eingenommen hatte, dann souveräne Fahrt auf die vierte Position. Herzschlagfinale im Kampf um die vierte Position haben Stube, Stefan und Max Stube noch einmal dann auf die fünfte Position zurückgedrängt. Wir warten jetzt noch 2,5 Minuten auf den Sieger des Wertungslaufes der 24-Stunden-Klassik. Und das ist wieder einmal, muss man sagen, nach einer kleinen Durststrecke von drei Jahren, Daniel Schrey, letztmalig gewann er hier im Jahr 2011. Er war ja da erfolgreich im Jahr 2010 und 2011. Danach folgte der Sieg von Michael Schrey, dann die zwei siegreichen Jahre des IPRSR von Dr. Eddie Althoff. Hier sehen wir ihn jetzt in Anfahrt. Es müsste auch in Kürze der Bereich Glanzgarten sein, wo wir ihn erleben dürfen, den führenden Niklas Bohr, Daniel Schrey. Wir hatten es ja vorher schon so ein klein wenig spekuliert, der Taktiker wird jetzt wieder hier verstehen, erst einmal abwartet, in diesen Wertungslauf hineinzugehen und dann am Ende wieder ganz, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Aber Treppchen, Stichwort, es gibt keine Podiums hier, wir werden heute Abend um 20.30 Uhr die verdiente Gesamtsiegerehrung, die Klassensiegerehrung im Turnier der Fernabstrecke und in der Jagdheimer-Profi dann im ADC Ortsnutzen durchführen. Und mit der 103, auch das ein Fahrzeug, die NSU-TT von Michael Benrath und Friedrich Benrath, noch in Original-NSU-TT-Lackierung in Farbe Clementine genannt, jetzt hier im Ziel angekommen. 200 Kilometer ist man unterstellt mit diesem Fahrzeug der NSU-TT, die mittlerweile mal vielleicht noch über 120 PS verfügt. Ein Fahrzeug, was erst in den Jahren 1993 zum Rennfahrzeug umfunktioniert wurde und seit vielen, vielen Jahren, genauer gesagt seit 1993, mit Michael und Friedrich Benrath in der Jagdheimer-Szene unterwegs sind. Und Michael dort unten, da kommt er über die Döttinger Hügel drüber, der führt den Klassement an den Schrank. Ja, da kommen wir nicht mehr allzu lange zu warten, bis Daniel Schrey hier bei Schlafanziel vorbeikommen wird. Erwartungsgemäß konnte er den Abstand zu seinem Cousin jetzt natürlich kontrollieren in den letzten Runden, beziehungsweise nachdem er in der vorletzten Runde ja den Abstand deutlich ausbauen konnte, war er jetzt nicht wirklich mehr in Gefahr im Verzug. Insofern glaube ich, dass er etwas das Tempo rausgenommen hat in dieser letzten Runde.